herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Genau, diesmal relativ schnell hinterher. Richtig. Damit wir euch mal wieder daran gewöhnt, dass auch ab und zu ein bisschen was kommt auf unserem Kanal. Genau, und heute ist auch die Premiere, und zwar die Premiere der Italiener. Avanti, avanti! Ich bin schon richtig heiß drauf. Also wir haben jetzt hier schon die erste Truppe fertig, einsatzfertig, 1000 Punkte, die wir heute einfach mal ins Gefecht führen. Wir haben uns für ein Standardszenario aus dem Hauptregelwerk entschieden. Genau, um einfach die Italiener mal auszuprobieren. Wir haben ja noch beide noch keine Erfahrung, ich als Gegner und du als, italienischer Spieler letztendlich. Genau. Erstmal mit den Einheiten warm werden, vor allem mit den Fraktionsregeln. Und ich denke mal, da ist das Szenario schon mal ganz gut. Genau. Wir werden jetzt zu Anfang einmal würfeln, wer letztendlich der Verteidiger und der Angreifer ist. Das werden wir mit euch jetzt hier einmal durchexerzieren. Weil, und das haben wir gemacht, die Italiener haben nämlich eine Sonderregel. Richtig, genau. Weil es ja praktisch so eine Verteidigungsdoktrin ist bei den Italienern. Und das müssen wir jetzt halt auswürfeln. Falls ich der Verteidiger sein sollte, eröffnet mir das halt nochmal deutlich mehr Zusatzregeln als Fraktion. Ja, und das spielen wir jetzt einfach mal. Genau. Aber erstmal stellen wir vor. Wir stellen vor, dann gehen wir auf das Würfelbrett, dann würfeln wir uns das aus und dann schauen wir, was passiert. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen auf die Armee. Bis gleich. Als erstes die Tommies. Erst einmal so ein kleiner Schwenk drüber. Ich habe einen unerfahrenen Offizier, der hier hinten von dem freien Artillerie-Observer begleitet wird. Der ist regulär. Dann habe ich hier eine Option mal gewählt, die aus dem Overlord-Buch ist. Einen Artillerie-Observer, der nur 50 Punkte kostet, der aber so ein bisschen begrenzt ist. Der hat ein bisschen andere Regeln und trifft etwas abgespeckter. Dementsprechend werden wir euch den nachher noch vorstellen. Dann habe ich als Fahrzeug heute mal einen Bischof gewählt. Wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, finde ich unwahrscheinlich ikonisch das Modell mit diesem Riesenturm. Und habe dazu eine 25 Fünder natürlich entsprechend dazugestellt, weil was wäre der Brite ohne seine Artillerie? Mein Humber Mark II soll natürlich auch nicht fehlen. Die Autokanonen haben mir das letzte Mal sehr gut gefallen. Dementsprechend gerne wieder mit dabei. Dann habe ich zwei Brenncarrier wieder als Transportfahrzeuge für meine Truppen und ein neues Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug, das habe ich jetzt erstmal auf alle Fälle falsch rum auch hingestellt. Moment, ich drehe es einmal. Das habe ich vom Chris zum Geburtstag bekommen, ich glaube letztes Jahr. Und das ist ein Indian Pattern Armored Vehicle. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Brand Carrier, aber nicht auf Ketten, sondern mit Reifen. Dementsprechend etwas fluxer zu benutzen, aber hat die gleiche Transportkapazität und auch sämtliche gleichen Waffenoptionen. In diesem Carrier sitzen 5 SAS-Leute, alle mit MP, das heißt 5-mal MP. In dem ersten Brand Carrier sitzen Gurkhas. Der NCO hat eine MP, der Rest hat Gewehre. Die MP habe ich auch nur genommen, damit man sieht, wer der NCO ist. Weil die ja Tough Fighter sind und Scary Blighters, glaube ich, heißt das andere. Dementsprechend setze ich heute zum ersten Mal ein. Beziehungsweise ihr seht ja, sind allerdings ganz normale englische Figuren. Ich habe nämlich 2 Trupps davon, die ich einsetze. Ich habe noch Gurkhas zu Hause aus Zinn. Und bin mir nicht sicher, ob ich die für den Dschungel anmalen soll oder für die Wüste. Man kann sie in beiden benutzen, weil in einigen Listen sie auftauchen. Dementsprechend mal schauen, ob sie es wert sind, zu bemalt zu werden. Genau. Als letztes ein Trupp SAS. Hier volle Stärke, 4 MPs, 4 Gewehre. Und ja, die Infanterie ist ja komplett Veteran. Der Rest der Fahrzeuge ist alles regulär. Einschließlich der Artillerie und dem Bischof, das ja auch ein Fahrzeug ist.
Genau. Die beiden Observer waren regulär. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Das Ganze sind dann 13 Order Dice. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir die Italiener damit klein kriegen. Ja, kommen wir jetzt hier mal zu den Italienern, die ja heute Premiere haben. Auch hier nochmal kurz einen Überflug von dem Ganzen. Wir fangen einfach mal hier an mit den Waffenteams. Wir haben das Elefantino als Veteran. Wir haben einen mittleren Mörser mit Spotter, Veteran. Dann, oh, jetzt habe ich mich eben gerade versprochen. Das ist das MMG. Hier ist das Elefantino, auch Veteran. Dann haben wir auch ein Ari-Observer, Veteran. Wir haben einen Medic dabei, Veteran. Dann haben wir drei Infanterietrupps, ein mit 8 Mann und zwei mit jeweils 7 Mann. Die sind regulär und der NCO hat jeweils ein MP. Dann mein Second Lieutenant, Veteran mit Assistenten. Dann haben wir uns vom DRK einen Obel Blitz ausgeliehen, also einen normalen Truck, regulär mit MMG. Dann haben wir den Caro Amato, ist das glaube ich gewesen, Veteranstatus. Und den Sacharina, glaube ich, wird das Fahrzeug hier ausgesprochen. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Wir müssen noch unbedingt die Genau, damit muss ich Fahrzeugnamen auch erstmal warm werden. Und wir haben auch gerade hier schon festgestellt, wieder diese Ausmaße von diesem Fahrzeug, die sind wirklich gigantisch. Ja, Also vor allem, das wenn man ist das wirklich neben dem Blickfang. Panzer sieht. Ja, das Ja. ist genau gerade neben den. Ich meine, gegen den Opel Blitz ist das schon gigantisch, aber der Panzer geht ja komplett unter. Ja, der ist auf jeden Fall auch Veteran. Also bei mir ist hier alles soweit Veteran, bis auf die regulären Infanterietrupps. Ja, das sind 12 Order Dice und mal gucken, was die Kollegen heute hier zustande bekommen. Jetzt kommt der Wurf, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. Der höchste Wurf gewinnt den. Darf auswählen. Darf auswählen. Alles Genau. klar. Ich Du starte mit hast einer die 4. 4. Eine 3. Du darfst auswählen. Und es wäre jetzt so gewesen, zum Beispiel für die italienische Fraktion, Wenn ich jetzt eine 5 gewürfelt hätte. genau, hätte ich jetzt einen Wiederholungswurf machen können, um zu entscheiden, ob ich jetzt der Verteidiger bin, weil ich als Verteidiger, als Italiener halt noch mehr Bonis bekomme, praktisch noch mehr Fraktionsregeln. Und das nutze ich natürlich. Du willst Deshalb, also Angreifer sein. genau, Du nee, hast genau ich bin gesagt. der Verteidiger und wähle diese Seite. Alles klar. Dann würde ich So. sagen, wir bauen auf, was laut Szenario aufzubauen Genau. ist, und dann schauen wir uns das Spielfeld an. Richtig. So, da sind wir wieder. Ihr seht, hier ist schon einiges passiert. Und zwar mussten wir jetzt einiges vorbereiten, weil die Italiener ja jetzt diese erweiterten Fraktionsregeln haben, dadurch, dass wir bestimmt haben oder ausgewürfelt haben, dass die Italiener Verteidiger sind. So, das heißt, wir haben uns hier mit einem W3 nochmal zusätzliche Deckung platzieren können, 6 Zoll, einmal hier. Ich habe eine 6 übrigens gewürfelt, dann hier und hier. Also die Italiener haben nochmal zusätzliches Cover sich Genau. hingebastelt. Und ich habe mich jetzt entschieden, oder laut Szenario, dass ich die halbe Truppe hier reinstellen kann, als versteckte Einheit und in Ambush. Da haben wir einmal das Elefantino. Dazu musst du sagen, dass das Ambush eine Sonderregel der Italiener ist. Das heißt, wenn Richtig. ihre Einheiten versteckt Genau. sind, dürfen sie auch sofort den Ambush legen. Genau, richtig. Also über das Szenario konnte ich eine versteckte Aufstellung machen und über diese Fraktionssonderregeln der Verteidigung hatte ich jetzt nochmal den Bonus direkt, die auf Ambush zu setzen. Richtig. Dann haben wir, wie gesagt, einmal das Elefantino. Hier hinten habe ich den Truck gesetzt. Hier in dem Haus ist der Spotter des Mörsers. Hinter dem Haus ist mein Atari Observer. Oh, mein Arm ist wieder blau. Hier haben wir das MMG-Team. Hier haben wir letztendlich den Mörser.
Und hier haben wir einen Infanterietrupp. Die sind, wie gesagt, im Ambush. Christian hat sich entschieden, er konnte jetzt seine Truppe entweder aufteilen in erste Welle und Reserve. Und er sagt aber, er verzichtet auf die Reserve und du gehst halt komplett erste Welle. Ich gehe all in, genau. So, jetzt kommt halt noch zum Tragen eine weitere Fraktionsregel von den Italienern, dass Christian als Gegner allerdings nicht mit Rennen reinkommen darf, sondern lediglich mit Vorrücken. Also seine Bewegung wird nochmal um die Hälfte reduziert. Das ist einfach so, dass der Gegner weiß, die Italiener sind tief eingegraben und muss sich praktisch in dem Gelände jetzt vortasten. Das soll das Ganze symbolisieren. Ja, das sind im Prinzip die italienischen Fraktionsregeln, die wir jetzt einmal komplett nutzen konnten, dadurch aber, dass ich jetzt Verteidiger bin. Wenn ich halt kein Verteidiger bin, habe ich lediglich als Italiener die Regel zu schauen, wie steht es mit der Moral. Das heißt, wenn der Gegner 3 Einheiten mehr vernichtet hat wie ich, dann sinkt meine Moral um 2 für alle Einheiten. Und im Gegenzug, wenn ich 3 Einheiten mehr vernichtet habe, geht meine Moral plus 2 hoch. Also das ist immer entweder down, komplett down die Truppe oder juhe, wir greifen an. Aber sehr, sehr interessant im Spielverlauf. Ja, das wird sehr, sehr interessant. Da bin ich echt schon mal gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange und gehen eigentlich direkt rein. Ne? Genau. Oder willst du noch was hinzufügen? Ja, okay. Ich habe gerade schon gewürfelt für das einleitende Bombardement. Habe ich eine glorreiche 1 gewürfelt. Das heißt, es kommt kein einleitendes Bombardement. Aber der Angriff muss ja trotzdem stattfinden, wie es im Regelbuch steht. Ich darf jetzt nicht warten, bis das kommt. Dann habe ich auch noch meine 2 Artillerie-Observer mit der Voraufstellung gesetzt. Das heißt, einen habe ich hier in das Gebäude gesetzt. Und einen in dieses Gebäude, was zentral auf dem Spielfeld steht. Genau. Ansonsten würde ich sagen... Du kannst eben noch mal kurz sagen, was jetzt eigentlich das Ziel ist. Genau, richtig. Das Ziel ist, in die Aufstellungszone der Italiener zu kommen. Das heißt, die 12 Zoll über diese Spielfeldkante, wo der Chris steht. Dafür bekomme ich 2 Siegpunkte. Ja. Wenn ich über die Kante rausfahre, das ist in diesem Szenario erlaubt, bekomme ich 3 Siegpunkte pro Einheit. Mhm. Und wenn ich eine Einheit töte, bekomme ich einen Siegpunkt. Ja. Du bekommst für jede vernichtete Einheit 2 Siegpunkte. Genau. Soweit, so gut. Ja. Das wird spannend. Genau, auf ein gutes Spiel. Möge der beste Italiener gewinnen. Jo, dann würde ich sagen, zieh doch mal den ersten Würfel. Ja, das tue ich. Oh. Avanti, avanti. Ja, meine ganzen versteckten Kameraden, die lasse ich auch erstmal versteckt. Und noch bin ich Feuer und Flamme und würde einfach mal hier meinen dicken Kollegen reinholen. Mhm. Der fährt mal hier schön. Wüste komplett ist, ist ja keine Straße, ne? Ja. Nein, ist keine Straße. Dann bist du dran. Dann bin ich dran. Ja, dann gebe ich dir mal den kleinen. Die Qual der Wahl. Oh ja, so ganz so Qual ist nicht, aber wir fahren erstmal hier. Was hast du gesagt? Ich darf nur die. Du darfst nur die Hälfte jetzt in der ersten Runde, genau. Advanced-Bewegung machen. Dann nehmen wir mal das hier. Gut, das wäre ein Vorhaben. 12.
mit einem Radfahrzeug. Ja. Dann fahren wir mal lecker 12 Zoll. Richten die Autokanone aus und schauen wir mal, ob das so gut klappt wie mit meinem Matilda. Geben einen Advance und schieße auf deinen Variana. Oder wie heißt. Wir haben 25 Zoll, das heißt, das ist lange Reichweite und ich habe mich bewegt. Da sind wir bei der 5. Eine 5. So. Ich bin ein Softskin-Fahrzeug. Das ist eine Autokanone, die hat 2 Schuss. Ja. Der zweite Schuss trifft auch. Das heißt. Oh, zweiten Würfel. Bei dir. Es gibt übrigens auch italienische Würfel. Ich habe mir erlaubt, dem Chris mal, damit die Chancengleichheit auch gleich ist, deutsche und italienische Würfel zu schenken, damit hier nicht mehr gesagt wird, er hätte einen Nachteil. So. Ach, bei Würfel habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Weil ich würfel ja mit allen Würfeln schlecht. Daher. So, jetzt mal gucken, was ich treffe. Ach nee, ich darf ja nicht so viel. Ich darf ja nicht 2. Ja, das wäre es noch. Genau, das heißt, wir haben eine DSK plus 2, sind aber auf einer Reichweite, das heißt nur noch DSK plus 1. Mhm. Und wir haben eine Treffer. 7, das heißt, das ist ein Treffer. 3, eine 3 auf der Tabelle schauen. Feuer. Feuer und Flamme, wir schauen nach. So, Christian hatte die 3 gewürfelt, also das Fahrzeug ist am Brennen. Ich habe 2 Pins für diese Aktion bekommen und muss jetzt einen Moraltest machen, ob die Besatzung das Fahrzeug löschen kann. Es ist ein Veteranfahrzeug und ja, sie schaffen es zu löschen. Das heißt, er steht noch. So, wie gesagt, der Sararina, wenn ich das richtig ausspreche, verzeiht mir, ich bin kein gebürtiger Italiener, hat sich gerettet, aber Christian bekommt sofort den nächsten Würfel, kann also die nächste Einheit reinbringen. Genau, ich werde den Helikopter reinkommen lassen. Okay. Spaß. Ich dachte, das ist ein Synonym für irgendeinen von den Leuten. Ganz so. Ist es nicht. Ja, dann sehen wir mal zu, wenn wir mal den Bishop nehmen. Mhm. Auf den bin ich auch mal gespannt, der sich heute schlägt. Fette fahrende Haubitze, das war eine mittlere, ne? Ne, eine leichte. Eine leichte? Okay. Eine 25 Fünder auf Kette. Ach komm. Das alles andere ist ja versteckt, deswegen ist es relativ blöd zu kommen. Das heißt, der ist ja etwas langsamer, weil der ist ja auch langsam. Oh, dann kommt der ja nur. Da. Dann wird es ja nochmal reduziert bei dem, ne? Ja, ja, genau. Der hat nur 6 Zoll im Endeffekt. Und dann wird er gleich die Haubitze einmal auf den Larina schießen. Gott sei Dank ist der jetzt down. Wird auch lange Reichweite sein, weil ich meine, Direktschuss sind 48. Ja, 30 ist auch lange Reichweite. Den schieße ich natürlich. Ich habe für 5 Punkte die Anti-Tank-Shells dazu. Ja, okay. Das heißt, ich schieße jetzt keine Haubitzenmunition drauf, sondern schieße wie eine leichte Autokanone. Mhm. Und ja, ich habe mich bewegt. Lange Reichweite ist wieder die 5, ne? Das ist die 4. 4. Genau. Ja. Ach so, ich, ja, du kannst jetzt heute auch mal ziehen hier. Ich bin schon wieder dran. Dann nehmen wir doch
den ersten Brand Carrier. Bist du auf jeden Fall noch sehr verhalten, das merkt man dir schon an. Ja, aber man weiß nicht, wie das so geht, ne? Ja, das ist. Man muss jetzt hier ein bisschen taktieren, ausloten. Zack, einer war uns. Jo. Dann ziehe ich mal hier den nächsten. Surprise, surprise, es geht weiter. Tja, machen wir gleich hier mal Lito. So auf kompletter Front vorgerückt. So sieht's aus. Der nächste Grüne. Trotzdem sieht es erschreckend aus, wenn so viele Fahrzeuge auf einen hier zugerollt kommen. 12 Zoll. Bräuchten im Video dann noch eine Staub-Animation. Ja, das nächste Mal werden wir zusehen. Wir wollen eine kleine Kampagne spielen. Haben wir jetzt genug Figuren? Sprich, die Tommys sind ja sehr groß, die Deutschen und die Italiener, die ergänzen sich ja auf der anderen Seite. Und dementsprechend werden wir mal so eine kleine Kampagne, so 6 bis 8 Szenarien machen und werden gucken, dass wir das nach und nach durchspielen. Und dann natürlich auch entsprechend mit den Wüstenregeln, das heißt mit diesen ganzen Regeln, die man in der Wärme und mit dem Sand und so hat, die es in den Kampagnenbüchern gibt, und werden die dann auch mal entsprechend vorstellen. Genau. Ja, hat auch eine Advance gemacht, wird auch wieder auf dein Fahrzeug schießen, weil das immer noch das einzige Ziel ist, was ich habe. Ja, dann soll er das tun. So, sind 23. Ist aber lang für die LMGs. Der hat 2 LMGs. Sprich 8 Schuss. Ich habe mich bewegt und lange Reichweite. Dann machen wir wieder bei der 5. Wir haben 2 Treffer, das heißt, jo, der Pin geht schon mal nach oben. Das ist schon mal sehr ordentlich. Hast du das Down hier beachtet? Vom. Nein, das habe ich natürlich nicht. Dann wäre nämlich keiner, glaube ich. Doch, die 6. Die 6, ah. Ist ein Doppel-6, auf alle Fälle eine. Und ist wieder eine 6, das heißt, wir haben einen Streifschuss. Und ich würfel eine 6. Es ist Feuer, das zweite Mal. Ja, dann. Dann werde ich hier nochmal einen Moralcheck machen. Eine 8 und damit ist er diesmal platt. Juhu! Burn, Motherfucker! Ja, ich hole mal das Brennmaterial und dekoriere den hier fleißig. So, hier hatte ich gerade wieder einen kleinen Aussetzer. Ein Fahrzeug kann natürlich nicht auf Down gehen, in dem Sinne, dass es mehr Schutz hat wie ein Infanterist, sondern der Würfel wurde ja einfach bei der Beschädigung gedreht auf Down. Deshalb waren ja die 2 Würfe von Christian auch legitim, die dann den Schaden verursacht haben. So oder so hat ja auch schon der eine gereicht. Das Fahrzeug ist am Brennen und somit der erste Punkt für Christian. So, der nächste Würfel ist ein italienischer. Juhu! Was macht der Italiener mit seinem Befehlswürfel? Jo, ich bring den Medic rein. Und der Medic, der versteckt sich hier hinter dem Haus, wo er nicht gesehen wird. Das ist gut. Mit einem One. Ich habe schon wieder zu kurze Arme. So, dann ziehe ich mal den nächsten. Bitte, bitte. Und da bist du wieder dran.
Wir haben gerade festgestellt, dass ich die Haubitze in der ersten Runde nicht bringen kann durch die Fraktionsregel der Italiener. Man kann die Haubitze ja nur mit einem Run bewegen und dementsprechend, da ich kein Transportfahrzeug dafür habe, muss ich sie auf Down setzen. Das heißt, ich kann die erst in der zweiten Runde bringen. Ich bringe jetzt mal den italienischen Panzer, den Caro Amato. Ja, immer schön leiser, dann verstehen die Leute das nicht genau, ja, wie wir uns hier verhaspeln. Ja, und würde mit dem, ja, da ist diese Haubitze natürlich, hier drüben könnte der ein bisschen mehr Schaden machen. So ein Carrier da platt machen, ist natürlich auch witzig. Na gut, dann musst du erstmal treffen, ne? Ja, klar, das ist ja das Übliche. Ich komme hier rein und werde vorrücken. Werde hier vorrücken. Gut, 9 Zoll. So, das Ding ist nicht so drehen. Ja, das sieht gut aus. Und würde hier hinten auf den Brenncarrier schießen wollen. Wir haben eine leichte Pack mit 48 Zoll. Bei 31. So, ich habe mich bewegt. Das ist die 4. Du nicht, aber der Panzer. Richtig, ich nicht, der Panzer. Das ist die 4. Deckung hast du keine. Es ist lang. Das ist die 5. 5. Oh. Das war's, ne? Aber es reicht ja. So, italienische Würfel. Eine 4, knapp. Ah, knapp. Aber Würfel schon besser als deine. Ja, das war jetzt die Hauptkanone. Ach, nein. Dann würde ich noch mit dem Doppel-LMG auf jeden Fall schießen. Genau, das würde ich jetzt noch. Mhm. Das heißt, das sind 10 Schuss. LMG, du bist kein Deutscher. Du. MMG, Entschuldigung. Ah ja, alles klar. MMG, aber das sind das 5 Schuss. LMG hat ja gar keins, das sind alles nur MMGs. So. Und jetzt brauche ich die 5. Ja, dann ist ein Pin. Pin. So, und das oben mache ich aber nicht auf dafür. Das ist Quatsch. Das brauche ich jetzt nicht. So. Ist es denn in einem MMG oben oder ein HMG? Das oben ist auch ein MMG. Ein MMG, ja, dann bringt das nichts, genau. Ja. Weil mit dem HMG könntest du ja einen Streifschuss machen, deswegen. Hm. Nee, das hat er nicht. Gut, das war der. Dann kriegt er hier auch den Löffel. Ja, und dann haben wir nochmal den Deutschen. Den Deutschen sage ich schon, den Italiener. Ja gut, es ist klar, es kommen jetzt noch mindestens zweimal ein Bombardement. Ja gut, ob das kommt, ist natürlich wieder die nächste Frage, ne? Ja, gut, aber die Einheiten jetzt zerstören lassen von dir mache ich auch nicht. Ich schicke eine Truppe ins Down. Dann bist du dran. So, Christian hat den nächsten Würfel und bringt rein den Offizier. Genau, mein unerfahrener Offizier. Gut, dann ziehen wir gleich direkt den nächsten Würfel und es geht weiter für dich. Dann kommen die Jungs.
ist eine SAS-Truppe. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung. Runde 1. Es ist hier schon ein bisschen was passiert. Die meisten der italienischen Einheiten sind versteckt. Christian hat jetzt hier einen Artillerieschlag angesagt in der Nähe von dem Panzer, weil das ein Modell ist, was er sehen kann. Der Mörser hat geschossen, als die SAS-Truppe reingekommen ist, weil der Spotter hier drin ist. Allerdings nicht getroffen. Und ja, dieser ARI-Observer von Christian ist down gegangen, weil er jetzt kein Ziel hat. Jo, ansonsten habt ihr eigentlich alles gesehen. Das meiste ist von mir versteckt. Diese Einheiten sind hier alle down gegangen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt sowas vergessen. Alles andere haben wir jetzt eigentlich schon gesehen gehabt. Ne? Passt. Ja, alles reingekommen. Und jetzt werden wir live die Artillerieschläge zu Beginn der Runde 2 abhandeln. Christian hat den ersten angesagt. Deshalb fängt er an. So, schauen wir mal, was kommt. Nein, 1. Misch. Das ist ja. Da kommt er gar nicht, ne? Bei ihm. Ist der wird verschoben. Verschoben? Ja. Oder ja, Fehlschlag. Jetzt muss ich erst wieder die Tabelle suchen. Warum ist diese Tabelle in dem Buch nur so gut abgedruckt? Wir gucken. So, großer Fehlschlag habe ich gehört. Ja, ein großer Fehlschlag. 3D6 wird sich das Ding jetzt in eine zufällige Richtung bewegen. Das heißt, du musst noch den Würfel hier nehmen, oder? Den Hit oder und so einen Würfel kannst du auch nehmen. Ne? Ja, der Ausgangspfeil. Wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch den Pfeil dementsprechend. Ohe, ohe, ohe. Das sind. Jo, geht irgendwo hier hin. Genau. Ich würde sagen, 9 Zoll ist ungefähr das, was sein Auto gefahren ist. Er würde hier hingehen. Jetzt kann ich mal gerne noch den. Ne, nach da. Wir gucken mal. Machen wir hier mit der Messung. Genau, wir machen mal eine Messung. Hier, ich gebe dir das Gerät. Also geht nach hier, ist weg. Zack. Juhu! Einen habe ich schon mal überlebt. Fehlt noch einer. Funktioniert doch gar nicht mit der Art. Heute nicht, ne? Heute wurde eigentlich massiv Ari-Schlag hast. Genau, aber jetzt kommt deiner wahrscheinlich. Einer kommt noch. Ja, erstmal kommt meiner. Gut, da bin ich ja immer ein bisschen. Genau, dann würfel mal. Zack, eine 4. Kommt. Da kommt auf jeden Fall was. Genau. Ja, dann muss ich, du bist der Ariman, sag mir eben, was muss ich? Du musst jetzt ein W6 würfeln. Ein W6. Nochmal. So, das addierst du plus 6, das ist der Radius. Boah, also wieder alle 9 diesmal. Das heißt wieder, das ist so selten bei mir. Das ist dein erster Ari-Schlag, die sind nicht drin. Und der ist aber noch mit drin. Das heißt, die sind im Wirkungsbereich. Auch der hier im Haus. Schlages. Nein. Okay. Und der hier? Auch nicht, oder? Na doch, der hat 11 Zoll. Ja. Auskante zählt ja. Mhm. Dementsprechend kriegt der noch einen ab. Der ist ja egal, weil der hat sonst schon geschossen und der ist wirklich gut. Aber Haus ist ja immer ein bisschen schwieriger. Nee, der hat ja der hat auch nicht geschossen, hat er nichts gesehen. Stimmt, der hat mich geschossen. Der ist noch, ja, der ist noch offen. Warum habe ich denn dem seinen Würfel weggenommen? Der hat schon geschossen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir würfeln mal aus und dann kommen wir wieder. Jo. So, wir haben den Artillerieschlag der Italiener abgehandelt. Es hagelte einige Pins, aber es ist noch moderat. Der Indian Pattern hat ein. Der Offizier war das, richtig? Hm? Ein. Der Bishop 2. Der Humber 2 und der Artillery Observer 1. Ist okay, ne? Ist vollkommen möglich. Ja. Die 1er Pins sind mir scheißegal. Ja. Die 2er Pins sind nicht ganz so nett, aber die kriegen wir auch schon weg. Ja, denke ich auch. Ich denke.
Jo, damit ist das abgehandelt und da können wir jetzt richtig starten mit Runde 2. Zweite Runde starten, genau. Würfel in den Sack. So, Runde 2. Der erste Würfel. Italien. Ja. Okay. Ich würde in der Tat zuerst mit dem MMG schießen und zwar noch mal auf den Indian Pattern da. Mhm. Feuer ist lange Reichweite. Genau, auf die 4. Das sind 5 Schuss. Wir haben ein MMG. Ja, das sind die 6. Also haben wir den schon mal wieder um 1 nach oben geschraubt. Ja, dann kannst du den nächsten ziehen. Ja, dann werde ich mal als erstes in den Brand Carrier entpinnen, wenn er möchte. Mhm. Ach, der will sowas von. Dann werde ich den mal vorheizen lassen. Da. Jetzt musste ich erst schauen. Mhm. Miep, 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 miep. Genau. So, Chris hat den nächsten Würfel. Der möchte seinen Mörser hier vorne auf meine SAS-Truppe schießen lassen. Das heißt, er ist ja schon eingeranged auf eine 5. Willst du down gehen? Ich möchte nicht down gehen, nein. Ich habe einen Auftrag. Eine 2. Gut. Tja, Captain Armageddon. Was ist? Auf die 4. Alles klar. Okay, ich habe den nächsten Würfel und möchte mit meinem Truck vorrücken. Und würde auch noch schießen wollen. Und zwar. Hier war der Typi drin. Ne? Mhm. Gut, hier gibt es ein Fenster. Und dann würde ich jetzt mit dem MMG, was der hat, hier durch die Öffnung schießen. Mhm. Das sind 5 Schuss. Du kriegst ja erstmal die 2 Deckungen durch das Gebäude. Genau. Das heißt, ich bin vorgerückt auf die 4. Gebäude 5, 6. Lange Reichweite ist nicht. Kleines Team. Kleines Team. 7. Oh, ich sag doch, die funktionieren besser. Ja. Mal gucken. Noch eine dabei ist. Ja, hey, auf alle Fälle ein Pin. Und dann war es ein regulärer, ne? Ja. Eine 1. Aber ein Pin. Du müsstest mir dann einen roten Würfel geben. Okay, hab ich. Dann gebe ich mir einen grün. Mhm. Ich versuche mal meinen Hammer Mark II zu entpinnen. Yep. Der hat dann nur noch einen Pin, wenn ich die 1 finde. Zack. Dann mache ich lecker einen Advance. Da, du Bunkerst. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich hab jetzt alles gut. Gerade geträumt. Ja, du hast ja auch mal da drüben. Ja, den Bunker von Profis. So, und schieße dann mit meiner
Kanone auf deinen Oppel. Mhm. So, du hast dich bewegt. Das ist die 4. Und Distanz ist die 5. Distanz ist kurz. Mhm. Nein. Beide Schuss daneben. Jo. Dann steht das mal da. Der nächste Grüne. Dann würde ich sagen, bewege ich mal den Offizier, wenn er möchte. Mhm. Oh. Der will aber sowas von gar nicht. Der war auch unerfahren, ne? Erstmal habe ich hier, ja, ja. Das war ein Advance. Und der Sack haut sich in den Dreck. Naja, als Unerfahrener darf er das. Nächste Würfel. Der nächste Würfel. Ich versuche mal den Indian Pattern zu entpinnen. 5, 6, 7, 8. Passt. Der kriegt nämlich auch noch Moralbonus. Das heißt, wir haben nur noch 2 Pins. 2 Pins. Dann werde ich einen Advance machen. Das ist ein Radfahrzeug. Gut. So, und werde versuchen, so auf den Blitz. Opel Blitz zu schießen. Genau. Mhm. 8 Schuss. Was hat er denn alles nach vorn gerichtete MMGs? Oder? 360er und nach vorn gerichtet. Mhm. Das heißt, die können beide schießen. 14 Zoll ist sogar kurz, ist bewegt, kurz, 8 Schuss auf die 4. Was ist mit deinen 2 Pins? Auf die 6. Deshalb musst du mal diesen Pin am besten hier mit beilegen. Dann ja. Vergiss mal das auch wieder nicht. An. Ist hier unten, der gehört noch dazu, kannst du noch mal würfeln. Da hey, ist die Ratte. Ja, dann würfel ich noch mal, vielleicht wird es ja noch eine 6. Nein. Kein Streifschuss, aber der Pin. So soll es sein. Chris hat gerade versucht, mit seinem nächsten Würfel die Infanterie im Blitz zu aktivieren. Dies ist leider nicht geschehen. Er hat eine 9 gewürfelt. Dementsprechend mit Pin ist er leider mit der regulären Infanterie down gegangen. Der nächste Würfel. Schwarz. Ein schwarzer. Ja, ich würde jetzt eben mit der Elefantino schießen. Lass mich raten. Auf den Indian Pattern. Ja. 48 Zoll Reichweite hat das Gerät. Partiell ist es in Deckung, hinterm Dingen. So. Dann 16, auf jeden Fall kurz. Genau. Ist die 3. Mehr als die Hälfte des Fahrzeugs steht hinterm Gebäude. Mhm. Oh, ist okay. Ist die 5. Und immer dran denken, ist ein kleines Team. Zwei. Eine 2. Ja. Klappt alles jetzt nicht so, dann. Oder noch kommt noch, kommt noch. Alles klar. Meine SAS-Truppe macht einen Run. Das ist nicht der Würfel. Die sind ja fertig. Sag mal. Ich rücke mit dem Panzer vor. Mhm.
Und zwar hier rein. Was möchtest du denn beschießen? Würde schießen wollen mit der Hauptkanone, also mit der Pack auf den Humber. Erstmal und danach mit den MGs schaue ich gleich. Ach nee, das muss ich ja vorher ansagen, stimmt, das vergesse ich auch immer. Also mit der Pack schieße ich auf den Humber. Würde oben öffnen und mit dem pivotierten MMG auf den Ren schießen. Das ist jetzt ein Streitthema. Also ich sehe mit dem Panzer. Na gut, ich kann auch auf den Dings schießen. Dann schieße ich mit den Doppel-MMG schieße ich hier auf den Typen hier drin. Mhm. Ja. So, der Schuss der Hauptkanone des italienischen Panzers. Ja, 23 Zoll, das ist immer noch kurz. Wir haben aber leichte Deckung durch das Gelände, was in der Mitte steht. Dann sind wir bei der 4. Bewegt. Und ich habe mich bewegt bei der 5. Das war's. So, wir brauchen eine 5. Eine 1. Gut, dann hatten wir gesagt, wir schießen mit dem Pivotierten auf ihn. Ja. Da müssen wir auch nochmal eben gucken, was das hier gibt. 22, das ist auf jeden Fall lang. 4 lang, 5, sonst nichts. Deckung kriegst du doch keine. Wieder die 4 gerade gebraucht. 3 Sätze. Würde ich so sehen. Pin geht hoch. So, und dann haben wir uns das doppeltes Bug MG. Das sind dann insgesamt 10 Schuss. Auf den Herren da drin. Bewegt 4. Ich muss nochmal die Distanz mal messen hier. Der Panzer ist echt, das ist echt ein Killer, ey. Mit 3 MMGs, die schießen können. Genau. Und eine Pack. Ja, ich sag dir, der ist halt gut aus. 16, das ist halt kurz, da sind wir immer noch bei der 4, aber du bist da drin 5, 6. Richtig? Mhm. 6, ja. Achso, du kannst du? Nee. Doch, du könntest auch down gehen. Ich könnte auch down gehen, ja. Möchtest du? Kleines Team hast du berechnet, ne? Da siehst du da, nur doch eine. Ja. So. Kleines Team, kurze Reichweite und harte Deckung, hattest du gesagt, ne? Ja, passt. Genau. So, du bist ein regulärer. Ja. Aber weil du kriegst ja das Schutzschild, weil du da in dem Haus bist. Auf die 5. Ja. Also wie ein Veteran. Oh, ich habe das nicht gesehen. Pin. Pin geht hoch. Ja, gut, viel ausgeteilt, aber trotzdem. Naja. Aber kennen wir ja auch schon, ne? Dann bist du dran. Wo geht der denn hin? Zu dem Indian Petter. Das war nicht ernst. Alles klar. Dann übernehme ich mal hier. Dann versuche ich den hier für einen Advance zu aktivieren. Mhm. Ja, ja, möchte er auch. Der Advanced dann vor. Dahinter dir ist das Maßband, wenn du das willst. Mhm.
und schießt 8 Schuss auf den, der ist ja schön open top jetzt. Ja, genau. Auf den Panzer. 2, 4, 6, 7, 8. Das heißt auf die 6. Komm, eine 6, eine 6, eine 6. Ja, da ist er. 2 sogar. So, nochmal eben zusammenfassend, der Brenncarrier hat jetzt hier nochmal die Chance genutzt, weil der Panzer von mir offen gewesen ist und hat erfolgreich durch das MG den Panzer gepinnt. Da waren einige Sechsen dabei. Jo, ein Pin ist kein Pin. Das ist so, aber kann ja sein, dass gleich noch ein zweiter kommt. Ja, ich habe das ja hier gesehen, ne, bei dem hier, was ein Pin schon wieder ausmacht. Ja. Christian zieht den nächsten Würfel und dann schauen wir. Italien. Nein, ich will nicht dran sein. Mein Bishop hat einen Advance gemacht. Da steht er. Und möchte jetzt da hinten auf den Italiener schießen. So, ich habe mich bewegt, ich habe lange Reichweite und dementsprechend würfel ich jetzt eine 5. Und Pin hast du? Eine 6, verdammt. Okay. Ja, dann würfel eine 6, möge es dir gelingen. Eine 6, verdammt. Eine 4. Die. Fast hätte es geklappt. So, Christian bringt die Haubitze. Genau. Ja, bleibt nichts anderes übrig, wie mit dem Gerät hier reinzurennen. 6 Zoll. Ich werde jetzt hier, nachdem ich mit 3 Einheiten down gegangen bin in den ganzen Brand-Carriern und dem Indian-Pattern, als nächstes meinen ARI-Observer, den ich schon benutzt habe, aktivieren. Ja. Das versuche ich jetzt mal. Und der down, oder? Ist regulär, dementsprechend geht er down. 8, 9, 10. 8, 9, 10 down. Ja. Das war wohl nix. Kannst du ja nochmal ziehen. Ein Italiener. Ja. Dann gucke ich mal, was ich mache. So, es gibt eigentlich nicht mehr viel abschließend zu sagen. Von der Runde 2 sind jetzt hier noch die restlichen Italiener reingekommen. Und hier hinten gab es nochmal eine Run-Bewegung. Alles relativ unspektakulär. Auch der Air-Observer hat nochmal, der Avi-Observer hat nochmal geschossen. Und jetzt wird es spannend. Christian hatte jetzt hier seinen zweiten Ari-Schlag hingelegt. Es beginnt damit die Runde 3. Mit einer 1. Also heute. Ja. Aber manchmal jetzt, ist das so. Jetzt ist ja wieder die Situation, dass du ja diese 3 bis 6 wegen dem Fehlschlag, ne, so wie vorhin. Kann ja immer noch irgendwas treffen. Geht schon mal in die richtige Richtung. 4 Zoll. Aber das ist nicht viel, ne? Da triffst du nix. Und dann wird er ganz normal abgehandelt. 4 Zoll nach da. Und dann gucken wir mal, was er trifft. So, 1 W6 plus 2 sind 8 Zoll. Drin. Das war's dann. Mhm. Mehr ist ja nicht. Das heißt, die beiden Einheiten sind noch, also alle 3 im Grunde genommen. Mhm. Dann würfeln wir mal. Die Elefantino. Eine 6, einen Treffer. Und der Blitz hat auch einen Treffer. Musst jetzt geht's aber ab. Musst du dann für die, die da drin sind, nochmal würfeln dann? Eigentlich nicht, weil die müssen dann aussteigen und kriegen dann nur diese ganzen. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Dafür musst du nicht nochmal würfeln. Ja. Nee, genau. Ja, das ist natürlich wieder bitter. Eigentlich ist der Fehlschlag doch gar nicht schlecht gewesen. Eigentlich ist der Fehlschlag ein guter Treffer gewesen, genau.
Ja, wir gucken uns das hier einmal an, was das Ergebnis ist und sehen uns gleich wieder. So, jetzt nochmal. Ich habe einen Limited Support Artillerie Observer gewählt. Der hat getroffen. Allerdings haben wir dort etwas unterschiedliche Funktionsweise. Das heißt, wenn der Schuss normal trifft, muss man den Effekt auswürfeln. Auf einer 1 bis 5 würde nur ein Medium Mörser treffen. Das heißt, eine 2 Zoll Schablone mit einer Penetration von plus 2. Und wenn man eine 6 würfelt, so wie ich das gerade getan habe, dann trifft eine Medium Howitzer. Und die hat ja eine Penetration von 3 und entsprechend eine 3 Zoll Schablone. Das Elefantino ist getroffen worden mit entsprechender 3 Zoll Schablone mit einer Penetration von 3. Zwei der Figuren hat es dahin gerafft. Die Einheit hat 4 Pins, muss gleich auch noch einen Moraltest machen, weil sie weniger als die Hälfte hat. Und das Fahrzeug ist auch getroffen worden, hat aber nur eine 1 bei der Fahrzeugtabelle gewürfelt. Dementsprechend gab es D3 Pins plus den in der Tabelle. Dementsprechend haben die Crew in dem Fahrzeug als auch das Fahrzeug 5 Pins bekommen. Ja, dann würde ich sagen, war der Fehlschlag des Artillerie-Observers ja doch noch ein kleiner Teilerfolg. Definitiv. Ich mache jetzt eben den Elefantino. Für Dings, das ist ein Veteran. Schauen wir mal. Ja, steht. Haben sich die Veteranen doch mal gelohnt. Richtig. Und die Würfel sind doch auch gar nicht so schlecht. Ja. Oh, jetzt fängt er an zu jammern. Ja. Oh, mi. Ich bin Italiener, ich darf das. Das stimmt, emotional stimmt. Sein. Oh, mi. Ich fasse einfach mal schnell zusammen. Was heißt schnell? Es ist doch einiges passiert. Wir haben die Runde mal ohne euch gespielt, weil die Kamera nicht mehr ganz viel Saft hatte. Wir schauen mal kurz. Wie man sieht, fehlt hier auf der Flanke schon ein Brenncarrier. Der hat die Gurkhas ausgespuckt. Die sind von dem Offizier und seinem Kompagnon auch ein bisschen angeschossen worden. Die haben einen Pin verteilt. Dann haben die Italiener hier drauf geschossen. Nachdem ich einen NCO mit dem Brenncarrier, in dem sie gesessen haben, herausgeschossen habe. Und haben 2 der Gurkhas getötet. Der Brenncarrier ist natürlich am Ende der Runde jetzt als Transportfahrzeug entsprechend obsolet gewesen, da die feindlichen Einheiten näher dran waren. Der Brenncarrier hier vorne hat leider seinen Moraltest verkackt. Dementsprechend hat er einen Down bekommen. Die Gurkhas im Inneren haben einen Rally gemacht, damit sie keine Pins mehr haben. Der Observer im Häuschen auf der rechten Flanke, beziehungsweise relativ zentral, hat einen Down. Der hat nämlich auch den Moralwert nicht geschafft. Wie man sieht, liegt ein grüner Würfel mit einer 5, auf den der Mörser geschossen hat vorhin hier, weil die SAS-Truppen nach da hinten gelaufen sind. Während des Laufens haben die MG-Leute des Italieners einen Ambush ausgelöst, haben einen Pin verteilt, aber wie das so mit SAS-Truppen sind, die sind stubborn, tough fighter und allen schicki, genau. Ist nichts passiert, Veteranen. Dementsprechend passt das. Ja, ihr habt wahrscheinlich gerade beim Überflug schon gesehen, der italienische Panzer, der brennt, weil der Bishop, Leute, der Bishop hat einen Frontalschuss gemacht, so einen richtigen Blattschuss. Ja, und boom. Ja, wie gesagt, die Jungs sind hier vorhin hingelaufen. Der Hammer hat die Observer-Truppe vom Italiener erschossen mit seiner Kanone. Der Indian Pattern hat leider auch Down gemacht, dementsprechend Moderaltest natürlich verkackt.
Ich habe die SRS im Inneren aussteigen lassen. Die haben noch einen Pin, weil sie vorher zwei hatten, und haben dem Opel Blitz den Rest gegeben. Sprich, er ist ja ein regulärer. Wir haben 9 Pins verteilt mit dem sämtlichen Beschuss. Dementsprechend haben auch die regulären Truppen im Inneren 9 Pins. Das heißt, ciao Marco, ciao. Ja, ansonsten steht hier noch im Geländestück entsprechend das Elefantino mit immer noch 4 Pins. Das MMG, wie gesagt, hat vorhin einen Ambush gelöst. Die Jungs hier drin haben einmal auf den Brennkarrier geschossen, wenn ich nicht löse. Genau, wenn ich lüge, dann haben sie einen Pin verteilt. Und, was ich vergessen habe, die Haubitze hat auch einen Feuerbefehl bekommen und hatte auch noch den LKW gepinnt. Und nochmal ein lahmgelegt verteilt. Genau. Das sollte soweit alles gewesen sein. Habe ich irgendwas vergessen? Außer den Frust des Italieners? Das und der komische Kompagnon da im Haus hat einen Fuba gehabt. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Der hatte nicht nur einen Down, der hatte sogar einen Fuba. Hat dabei eine 2 gewürfelt. Allerdings war keine feindliche Einheit in der Nähe. Dementsprechend ja, ist nichts passiert. Genau. Schauen wir mal, wie das Elend in Runde 4 weitergeht. Genau. Dann würde ich sagen, wir räumen auf. Bis gleich. Möchtest du dein Unglück selber ziehen oder? Klar. So, wir wollen einmal kurz erwähnen. Wir haben hier auf der Fensterbank die Würfel aufgebaut. Der Italiener ist mehr als 3 Würfel im Nachtreffen. Das heißt, der Italiener hat zu zweit minus 2 Moral. Genau. Alle Moraltests, die abgehalten werden, mit minus 2. Richtig. Und? Du fängst an. Ich fange an. Ich versuche hier hinten meine 3 Gurkhas zu aktivieren. Und mit einer 7 wollen die sogar. Und die gehen in Nahkampf mit dem Offizier. Mhm. Bevor ich sie bewege, messe ich mal, ob du Abwehrfeuer machst. Nee, kann ich nicht. Ich war ja vorher im Point Blank. Alles klar. Dann. Zack. Machen wir jetzt einen Nahkampf. Jo. So, ich greife an. Ich habe eine MP und 3 Leute, die Tough Fighter sind. Mhm. Und sie haben die Regel Scary Blighters. Das heißt, deine Nahkampfangriffe werden halbiert. Mhm, okay. Das heißt, 3 Attacken. Du bist Veteran. Das heißt auch die 5. Nix. So, ich habe jetzt nur eine Attacke oder was? So sieht's aus. Vier. Noch nicht. So, dann ist das ja ein Unentschieden. Genau. Und wir lösen uns nochmal, ne? Genau. Versuche als zweiten Würfel hier die SRS zu aktivieren. Das passt auch. Das sind ja Veteranen, die Jungs. Dann machen die mal einen Atabanze. Und schießen auf das Elefantino. Mhm. Die ersten beiden sind in der dritte. Ja, der geht down. Geht down? Ja, da hat er nur noch einen Mann. Genau, also die ersten 2 sind im Point Blank. Mhm. Das heißt, das ist die 2 und leichte Deckung die 3, 4, 5 für das Down. Für das Down. Mhm. Und die dahinter sind in
kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ne? 6. Genau, das heißt, die Grünen sind auf die 6 und die Gelben auf die 5. Mhm. Ein Treffer. Das ist auf alle Fälle schon mal ein fünfter Pin. Und war Veteran, ne? Jo, und dort. Der nächste. Damit ist die Flanke der Italiener auf der rechten Seite Geschichte. Der Offizier hüpft ins Auto. Jo. Ein Befehl für den Indian Pattern. Oh, ah! Huber. Huber. Eins ist wieder Eigenbeschuss, aber hier gibt es ja weiter. Ich kann sagen, kein die Italiener lassen sich ja nicht sehen. Scheiß drauf. Ey, zwei Fubas heute. Das hat mir noch nicht mal was gebracht. Wow, der Italiener. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch den Offizier. Der Offizier. Soll ich dich mal entkammern? Ja. Ich werde aber ja, ich werde hier diese beschießen. Mhm. Da muss ich mich auch ein bisschen drehen, das kostet mich was. Minus 1, ne? Ja. Für den Treffer, ne? Was haben wir denn für eine Reichweite? Ich war, glaube ich, noch kurz. Guck mal, du könntest auch down gehen, ne? 15, kurz. Nö, das sind SRS-Truppen. Minus 1 wegen Drehung ist die 4. Dann sehe ich noch genügend. Ja, sind noch nicht alle da weg, außer keine Deckung. Sind mindestens 5, die du voll noch siehst. Obwohl, da stehen ein paar Säcke vorne. Ja, dann gebe ich dir noch die 5 für leichte Deckung. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Zwei, oh, sechs. Warte. Yeah. Oh, jetzt kommt erstmal der. Jetzt brauchst du die 5, weil sie sind Veteranen. Oh, eine 5. Oh, ein Toter. Weggeschossen hier. Wow. So. Das ist doch jetzt schon mal ein Erfolg. Wow. Damit können die sich nicht mit Ruhm bekleckern. Die müssen ganze Einheiten auslöschen. Naja, kommt noch. Das ist das erste Spiel, was die Jungs heute machen. Ja, das stimmt. Ne? Die Farbe ist ja noch nicht mal ganz trocken. Richtig, das muss man natürlich auch sagen. Avanti, avanti. Die Haubitze möchte indirekt schießen. Auf das MG hast du gesagt? Mhm. Okay. Ja. Mit einer 1 nicht. Aber ich suche mal einen Grün. Eingeschossen. Wir fangen an, uns einzuschießen. Ich versuche den Brennkerrier zu bewegen. Ja. Komm, 3 Pins hast du ja heute schon öfters. Ja, er wagt nicht. Wollte gerade sagen, hast du ja heute schon öfters geschafft. Nächster ist ein Schwarzer. Ja. Gelöst. Die Gurkas werden beschossen. Genau, von dem Offizier. Vom Offizier. 3 Schüsse, eine Pistole und 2 MP-Schüsse auf Point Blank. Auf die 2. Alle. 3 Treffer. Und 5er. Bitte 3 Fünfen. Eine 6. Ja, einer weg.
Pin geht hoch. Du hättest auch einen Snap to Action machen können. Ja, möchte ich nicht, weil ich im Zwiespalt bin, was ich mit der Einprobe da mache. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Dann bist du dran. Und dann bin ich dran. Okidoki. Dann lasse ich mal die Gurkas im Brennkarrier hier vorne aussteigen. Mhm. Die alten Gurkis. Die haben ja vorhin den Ready-Befehl gemacht, ne? Die genau, die haben Ready-Befehl gemacht. Dementsprechend sind sie entpinnt. Ich gebe dir mal den Zauberstab. So. Jo. Also sie werden jetzt hier so in der Kiste stehen, vermutlich. Die Gurkas schießen auf das MMG, auf die 6, leichte Deckung, bewegt und lange Reichweite und kein Treffer. So, Christian fährt jetzt mit dem Bischof vor, nächste Würfel und schieße direkt mit der Haubitze auf das MMG-Team. Mhm. Wir haben 21 Zoll, das ist kurze Reichweite, das ist die 3, die Bewegung ist die 4 und leichte, nein, ist ja eine HE-Waffe, dann ist die Deckung egal, bin ich zum falschen Film. Du schießt aber direkt. Schieße direkt, genau, dann zählt die Deckung, genau, das war's. 5. Nein. Der Italiener rückt mit seinen Truppen vor und wird wahrscheinlich meine Gurkas beschießen. Ja. Der ist hier in Point Blank, der erste. Die sind alle kurz dann. Oh, sehe ich ja wieder. Ne? Ja, würde ich sagen. Was habe ich denn da noch stehen? 6 oder 7 Mann? 2, 4, 6, 7. Der rote Würfel ist der Point Blank. Mhm. Die 3 und die anderen sind die 4. Ne? Ja. Die 4 Treffer. Getroffen. Und dann sind das Veteranen. Immer der verdammte Scheiß. Es waren mit vier Würfeln eine 5, aber nicht eine kam über die 5. Peinlich. Also aber das ist wirklich, heute ist wieder echt zum Mäusemelken. Wäre ich schon langsam sauer. So geht das nicht. Vielleicht solltest du dir demnächst mal ein wie heißt das beim Duell, wenn du einen anderen für dich kämpfen lässt? Voluntär. So ein Stellvertreter? Oder was? Ja, so ein Stellvertreter, einen stellvertretenden Würfler oder sowas kommen lassen. Oh Mann, ey. Ah, und ein grüner Würfel. Ja, der Hammer schießt auf den Mörser. Mit Hai natürlich. Zack, 2 Treffer. Ja. Brauchst ja nicht drauflegen. Das sind ja beide Schüsse parallel auf das Ding hier. Das sind 6 Treffer. Das ist ein Veteran. Ja, der DSK und DSK-2, ne? Ja. Ja. Plopp. Ich hätte jetzt hier auch Daumen gehen können, aber ganz ehrlich. Möchtest du noch Daumen gehen? Das ist, hätte ich auch sagen müssen, mache ich auch nicht mehr. Ich habe dich auch nicht gefragt. Ja, wir haben jetzt eine Situation. Der Italiener kann im Grunde genommen nicht mehr gewinnen. Das heißt, ich bin ja hier auf der Flanke im Grunde genommen komplett alleine. Habe hier vorne noch den Hammer stehen, der ohne Probleme über die Kante fahren kann. Meine SAS-Leute hier an der Seite, die können ohne Probleme durch.
Die Leute dort können ohne Probleme durch. Das heißt, er hat gar keine Chance mehr, in irgendeiner Weise das Spiel noch zu gewinnen. Noch nicht mal ein Unentschieden ist drin. Dementsprechend, ja, haben wir uns gerade entschieden, dass der, also nicht wir haben uns entschieden, der Chris hat entschieden, dass er aufgibt. Ja, das ist... Und... Das ist einfach... Genau. Alles andere machen wir, glaube ich, gleich im Fazit, ne? Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir räumen ein bisschen auf, holen uns noch ein Getränk und dann sind wir gleich wieder für euch da. Fazit. Ja. Ja, wir haben schon ein bisschen vorher jetzt diskutiert. Wir machen das jetzt auf jeden Fall auch nochmal für euch. Ja, erstes Spiel mit den Italienern jetzt auf meiner Seite. Ja, war Totalausfall, muss man so sagen. Aber weniger jetzt meiner Meinung nach wegen der Fraktion an sich, sondern eigentlich, wenn man es herunterbricht von den Würfen. Also ich hatte ja alle Fraktionselemente ja nutzen können, hat man ja eben gesagt. Ich hatte gewürfelt und hatte die zusätzlichen Cover bekommen. Ich habe dich verlangsamt beim Reinkommen, das hat dir wehgetan. Ich habe auch den Artillerieschlag sofort halt bekommen. Ich hätte ihn aber auch nochmal neu auswürfeln können. Also auch das hat funktioniert und du hast ja auch einige Pins bekommen. Mhm. Und ja, aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war der Wurm drin. Also es hat eigentlich, wenn meine Einheiten geschossen haben, ist nicht so wirklich bei dir passiert. Es ist hier und da mal ein Pin passiert, aber ich habe eigentlich keine Einheit zerstört. Ich hatte einen Würfel rausgeholt und das auch nur durch den Umstand, dass ich mich halt zwischen deinen Transporter und deiner Einheit geschoben habe, damit ich wenigstens diesen Punkt bekomme. Also zu meiner Strategie, wenn man das jetzt so mal sagen muss, das habe ich Christian praktisch ein bisschen verheimlicht, hatte ich ja neben der Elefantino eigentlich und dem Panzer nur zwei leichte Packs so gesehen auf dem Feld. So, meine komplette reguläre Infanterie war alles als Panzerjäger ausgerüstet. So, deshalb war ich jetzt auch gar nicht damit bedacht, die jetzt irgendwie aus ihren Positionen rauszuholen, um die irgendwie entgegenzulaufen, sondern die sollten halt warten, bis Christian halt kommt in meinen Aufstellungsbereich, nachdem er halt die schweren Waffen kaputt gemacht hat und dann halt die Überraschung bekommt, dass es Panzerjäger sind und dann die Möglichkeit habe, die Transporter zu killen. Ja, aber auch das hat irgendwie nicht funktioniert. So. Du hast heute aber auch wieder Würfelglück gehabt, muss man dazu sagen. Ja, ich habe relativ gut gewürfelt. Ja, scheint immer noch nicht an den Würfeln zu liegen oder nein, vielleicht müssen sie erst ein bisschen eingewürfelt werden. Wir schauen mal, das werden die nächsten Spiele zeigen. Ansonsten haben mir aber die Italiener sehr gut gefallen. Also allein schon dieser Stellungskrieg, diese Versammlung, die Versammlung, die Verlangsamung, das ist ein total cooles Feature. Das kann man richtig gut einsetzen bei einigen Geschichten. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man vielleicht auch mal etwas kleineres Spiel oder so spielt, dann könnte das noch mehr zum Tragen kommen. Mhm. Und wenn die Italiener Glück haben und am Anfang natürlich welche wegschießen mit dieser Moral, könnte ich mir auch vorstellen, dass die natürlich hoch motiviert sind und da entsprechend noch ganz gut auch die Moraltests machen. Ja, mein Artilleriebeschuss in diesem Spiel war ja nicht so prall, wenn ich bedenke, ich habe ein einleitendes Bombardement gehabt. Ich habe zwei Artillerie-Observer dabei, wovon einer verkackt hat und der nur glücklich nicht zu weit weggelaufen ist. Mhm. Ja. Ne, hätte ich da einen Würfel anders gewürfelt, wäre der weg gewesen und dann war es das. Ne? Das kann man so und so sehen. Glück für dich, Pech für mich. Gut, in dem Pech für mich war dann wieder Glück, dass ich zwei Treffer dann noch gemacht habe auf zwei Einheiten, die natürlich auf der richtigen Flanke waren. Genau. Und ja, haben einfach habe ich Glück gehabt. Mehr kann man es nicht sagen. Ansonsten noch der Blattschuss vorhin bei dem Panzer war natürlich auch wieder so ein außer Hand gewürfelter oder geschüttelter Glückswurf. Hm. Ja, da wo der stand und wie der Pins verteilen kann, ist natürlich schon ziemlich klasse. Alleine schon mit den ganzen MGs, die der hat. Hat der eigentlich auch noch ein koaxiales MG?
Ja. Auch noch, ne? Ja. Komischerweise sieht man das halt nicht an dem Modell, aber das steht in der Einheitenliste drin. Mhm. Weiß nicht, warum das da nicht dargestellt ist. Das aber heißt, er hat im Grunde genommen die Möglichkeit, 20 MG-Schüsse richtig auf 3 Ziele zu schießen. Genau. Ne? Und das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Das ist gerade, wenn du irgendwelche offenen Fahrzeuge hast, wenn du irgendwelche Infanterieeinheiten hast, dann kannst du, wenn du den Panzer hast, jede Runde 3 Pins auf verschiedene Einheiten mit den 5 Schuss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schießen. Also das ist schon, das ist cool, das Teil. Aber dazu noch die leichte Pack oben drauf. Hut ab. Aber das ist, finde ich, auch trotzdem die Schwierigkeit, den dann halt so zu spielen, weil eben, weil du diese vielen Schüsse hast, versuchst du die ja auch irgendwie unterzubringen. Aber man muss sich ja letztendlich mit diesem Fahrzeug auch irgendwie anschleichen, weil er ja auch leicht ankratzbar ist. Er hat ja für die Seiten und fürs Heck nochmal plus 1 von Top. Verwundbar, ne? Mhm. Er ist also zusätzlich verwundbar. Deshalb gleicht sich das halt auch ein bisschen aus mit dem Beschuss. Deshalb muss man den, da muss man eigentlich echt extrem aufpassen und den eigentlich auch immer irgendwie im Cover spielen. Und dann ist halt die Frage, kriegt man dann immer alle Schüsse runter, ne? Mhm. Dann ist dann halt die Frage, ob man halt ein MG, was man optional dazu kauft, ob man das nicht sogar weglässt. Mhm. Ich weiß, das ist schwierig, ne? Weil wann ist der geplatzt? Auch schon in der dritten Runde, ne? Du hast den geöffnet, um das MG oben zu schießen und danach die Runde. Ja, genau, in der dritten müsste das gewesen sein, ja. Weil du bist ja irgendwann, bist du ja exponiert. So, und wenn du halt eine entsprechende Waffe hast, dann ja, ist das halt problematisch. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Fahrzeug definitiv cool. Also die Italiener haben sehr viele ja, Infanterie-Killer so dabei. Auch der Sarina da. Gut, jetzt könnte man halt sagen, er war schlecht positioniert, der ist mir direkt in der ersten Runde weggeflogen. Aber ich habe auch zu Christian gesagt, irgendeine Einheit muss man halt anbieten. Und wenn man da sieht, dass da 3 oder 4 Fahrzeuge auf einen zugerollt kommen, den will man natürlich irgendwo ein Ziel geben. Klar opfert man da jetzt ein Soft-Skin-Fahrzeug mit 2 MGs. Aber das sind im Endeffekt auch nur 70 Punkte gewesen. Ja, ja. Und dann holt man sich aber 3-mal einen Beschuss von der Gegenseite, die dann nicht auf andere Truppen geht. Ne? Das muss man sehen. Ja, wobei das Fahrzeug natürlich Recce hat. Und wenn du das dann bei einem anderen Szenario vernünftig einsetzt, kann das natürlich einen anderen auch ganz schön ärgern. Ne? Das ja, ist einfach so. Klar, der hätte da die Recce-Funktion nutzen können. Mhm. Der hätte aber jetzt auch nur ein Fahrzeug draufgeschossen. Und da hättest du immer noch 2 andere gehabt. Ja, es ist schwierig, das muss man erstmal irgendwie lernen, finde ich, mit den Italienern. Ja, ist wie immer, ne? Man muss erstmal ein paar Mal gespielt haben, um zu wissen, wie es funktioniert, richtig. Also ich habe immer noch halt irgendwie, also ich finde, gegen Briten zu spielen, deutlich anstrengender oder schwieriger als gegen Amerikaner. Einfach immer dieses Bombardement, das ist halt immer, man muss gucken, wie stellt man die Truppen. Ne, sind die zu dicht aneinander, da muss man ja gucken, man will ja selber irgendwo offensiv vielleicht auch sein. Da musste ich ja diesmal das erste Mal dran denken. Du hast ja so gut wie nie einen Artillerie-Observer, den du mitnimmst. Gut, der Vorteil der Briten ist natürlich schon exorbitant. Ne? Also diese 100 Punkte tun bei 1000 Punkte spielen eigentlich auch schon weh. Also da, wenn man jetzt mit Punkterechnungen spielt, ist es natürlich auch wiederum so, dass diese 100 Punkte relativ schnell natürlich auf die gegnerische Seite kommen, wenn der Artillerie-Observer tot ist. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt ja viele Punktesysteme, die einfach nur dann die Punkte, die du abgeschossen hast, zählen und nicht mit Victory Points arbeiten. Gerade so im klassischen Turnierwesen. Okay. Aber ja, sonst aber mal, ist 10% Überhang, ne? Wann habe ich es mal geschafft oder wann hat man die Situation, dass es dein Ari-Observer erledigt danach? Du schießt mit denen und dann flitzt du doch mit dem weg und bist in Deckung irgendwo. Ich flitze irgendwo hin. Manchmal versuche ich natürlich auch Objectives oder sowas zu halten mit dem. Ne? Ist ja, oder zwei Figuren sind immer ganz gut irgendwo hinzustellen. Ja, aber er fällt selten aus. Richtig, weil ich den immer mit dem Kopf unten habe. Ja, und weil man eigentlich im weiteren Spielverlauf keine Einheit zu dem schickt, um da die Schüsse zu versenken. Das ist richtig, genau. Das ist selten. Dafür ist der zu unwichtig, ja, eigentlich. Eben richtig, und das ist der Punkt. Und ich weiß nicht,
Das müsste man einfach mal gucken, was in der dritten Edition passiert, ob man da eventuell auch irgendwie eine Beschränkung hat. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht mit den Italienern gerade, wenn wir jetzt nicht dieses Angriff-Verteidigungs-Setting hätten, dann hätten die Italiener als Fraktionsregel lediglich diese Moralgeschichte. Das haut einen jetzt auch keinen um. Ne? Das, ja. Vor allem, weil andere Fraktionen ja zig Sonderregeln haben. Ne? Eben, genau. Ne? Das ist, weiß ich nicht, gut. Oder sowas wie die Franzosen, dass man eine freie Artilleriebüchse kriegt oder sowas. Ne? Das haben die ja überhaupt nicht. Man kann jetzt natürlich damit argumentieren, wenn man das historisch betrachtet, dass die Italiener jetzt, sage ich mal, trotz alledem jetzt nicht die wichtigste Rolle im Zweiten Weltkrieg halt gespielt haben. Klar, das bisschen Wüste wurden sie dann aber vom DRK unterstützt. Und dann waren sie ja letztendlich immer irgendwo Anhängsel, ob das jetzt im Russlandfeldzug waren oder so. Aber klar, so könnte man es argumentieren und aufgrund dessen haben sie auch einfach nicht die stärksten Fraktionsregeln. Aber wenn man das jetzt mal aufs Spiel betrachtet, weiß ich nicht, ob man sich vielleicht doch nochmal, und wenn es halt nur irgendwelche Einheiten sind, sich irgendwas einfallen lässt, dass das vielleicht doch ein bisschen, weiß ich nicht. Weil man spielt ja nicht immer einen Angriff- und Verteidigungsszenario. Ja, das ist so, ne? Ja. Weil nur dann hast du halt diese Fraktionsregel. Und dann, sage ich mal, ist es halt, ja, kann man schon sagen, gut ausgeglichen. Ne? Ansonsten wird es halt schwierig. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur die erste Einschätzung für uns. Ich habe bis jetzt noch nicht jede einzelne Einheit gesehen. Ich habe jetzt auch nicht die Kosten der Einheiten im Kopf, dass man vielleicht doch irgendwo sagt, okay, hier und da gleicht sich das aus. Ich meine, die Kolonialtruppen, da gab es auch noch ein paar interessante Einheiten, aber ich habe die. Oder hinterher die Blackshirts, die sind ja auch witzig von den Regeln her. Ja. Da bin ich schon so mal gespannt, wie die funktionieren. Mhm. Die haben ja eine gewisse Chance, auch entsprechend aufzusteigen oder abzusteigen. Da bin ich mal gespannt, wie die sich spielen. Das wird schon total witzig. Also eine witzige Fraktion sind die Italiener definitiv. Mhm. Aber auch da muss man wieder so ein bisschen natürlich mit den Einheiten, Regeln spielen, dass man im Grunde genommen brauchst du auch wie in vielen Fällen natürlich sämtliche Einheiten, damit du variieren kannst. Mhm. Ja. Das ist das nur mit Standardinfanterie wirst du nicht so weit kommen. Da wirst man andere Sachen noch einsetzen müssen, um entsprechend etwas weiterzukommen. Also man muss versuchen, eine homogene Truppe eigentlich irgendwie zu entwickeln, damit man halt dann nicht nur die Malis irgendwo reingeknallt bekommt. Ne? Weil ich muss, sage ich mal, gegen eine gute Veteranentruppe ja anstinken können. Ne? Du hattest ja, deine komplette Infanterie war doch Veteran, oder nicht? Ja, ich habe 2x5 Mann Gurkhas eingesetzt, die aber gar nicht so groß zum Zug gekommen sind. Die haben hier hinten zwar relativ gut abgelenkt, weil das war eigentlich ja so ein bisschen mein Plan, dass ich zwei von den Beinkarrieren hier hinten rumschicke, um hier hinten ein bisschen abzulenken, damit ich hier durchbrechen kann. Mhm. Das hat auch ganz gut funktioniert soweit. Ich habe sogar nur einen Beinkarrier dafür gebraucht, um mich richtig abzulenken. Ja. Hat soweit funktioniert mit den Gurkhas, dass der Plan aufgegangen ist, was ich damit machen wollte. Hätte ich aber auch normale, reguläre Truppen reinsetzen können, weil die nur einen Nahkampf gemacht haben. Die Stärke der Gurkhas liegt ja echt im Nahkampf durch diese Sonderregel. Und ansonsten hatte ich zwei SAS-Trupps, einen vollen SAS-Trupp mit 4 MPs und 4 Gewehren. Die hatte ich eigentlich gedacht als Outflanker, aber leider hat da dieses Szenario ja das Outflanking verboten. Dementsprechend habe ich die dann halt normal reinkommen lassen als Standardeinheit, weil mein Ansatz eigentlich war, eine komplett mobile Einheit zu bringen, also eine komplettes mobiles Platoon plus eine Outflanking-Einheit. Das heißt, die werden dann relativ weit hinten zugestoßen und die anderen werden alle nach vorne gefahren. Wobei ich das eigentlich als generelle Liste gemacht habe. Wir haben ja das Szenario erst relativ spät ausgesucht und die Liste ja schon bestanden hat. Deswegen auch die mobile Artillerie, die ganz gut unterstützt hat, aber für so ein du musst alles reinbringen Szenario natürlich eigentlich dann mit einem Transportfahrzeug kommen sollte. Oder halt, es ist schon schöner, wenn so ein stationäres Geschütz ja eigentlich schon von Anfang an steht. Ne? Genau, die kam ja erst ab der zweiten Runde. Dementsprechend hat die auch nur zweimal geschossen. Ja, war auch nicht verloren, hat ja auch ganz gut geholfen, den LKW dann tot zu pinnen. Ja.
Das hat ganz gut funktioniert. Ja gut, und ich habe einfach wieder Würfelglück gehabt, ne? Das ist einfach so. Ja, klar. Letztendlich ist es ja halt, wenn man es runterbricht, die Würfel, da kann die beste Strategie und Taktik gefahren werden, wenn dann aber die Würfel nicht kommen. Ja, sitzt da halt da. Ne? Musste dann das Beste draus machen. Und als ich gesehen habe, dass sich meine rechte Flanke nahezu auflöst, ja, da kannst du dir das halt ausrechnen. Ne? Ja. Das bringt es halt einfach nicht. Aber wir können eins dagegen tun. Wir können uns jetzt mit alkoholfreiem Bier betrinken. Ja, also im Prinzip hoffen wir, es hat euch gefallen, dass ihr zumindest erstmal den ersten Einblick für die Italiener bekommen habt. Wir können das ja auch gerne mal so machen, dass du die auch mal das nächste Mal einfach spielst. Ja, kann man. Ich meine, ich habe auch die Briten. Wann habe ich die Briten überhaupt mal zum letzten Mal gespielt? Habe ich die überhaupt mal gespielt? Ja, einmal gegen die Deutschen. Also die Amerikaner habe ich öfters schon mal gespielt jetzt, aber die Briten irgendwie nicht. Na, ich glaube, die Italiener spielen ihre richtige Funktionalität auch aus, wenn die Deutschen ins Spiel kommen. Wenn du so eine multinationale Klamotte machst. Ja, ich meine, das steht auch, glaube ich, irgendwo im Regelwerk drin, dass einiges auch an Fahrzeugen und so weiter benutzt werden kann, und wie ihr es vielleicht noch wisst aus den älteren Videos, habe ich das ja auch vor, diesen Mischmasch halt zu machen, dass ich nur eine kleine Grundarmee, also nur wirklich 1000 Punkte habe von den Italienern, und dann wird es einfach mit dem DRK ergänzt, so hat mir es ja immer gesagt. Genau, ja. Und was wir am Anfang gesagt haben, dass wir im Anschluss jetzt eine kleine Kampagne spielen, das werden wir, glaube ich, noch nicht tun. Ich glaube, wir machen erstmal noch 1, 2, 3 Testspiele mit den Italienern. Ja. Damit wir die noch ein bisschen besser kennenlernen, um die besser einzuschätzen. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt sofort eine kleine Kampagne machen, wirklich mit wer gewinnt eine Kampagne, dann bist du im Nachtreffen dadurch, dass wir noch nicht so wissen, wie die Italiener funktionieren. Ja. Da muss ich da erstmal wirklich ein bisschen mit den Einheiten erstmal ein bisschen auskennen, ein bisschen warm werden. Und ja, ich denke auch, das ist, glaube ich, erstmal die bessere Option. Genau. Ja. Bleibt uns nur zu sagen, bleibt uns treu, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, beim nächsten Mal auf eine Runde Bold Action. Bis dann. Macht's gut. Ciao.